Booyakaya und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Booyakaya. Ein Signal. Ja, meine zweite brauchbare Münze. Und? 5 Cent. Genial. So, in einem sehr guten Zustand. Perfekt. Ah, die Finger sind eingefroren, hat man echt kein Gefühl mehr. Okay. Ich bin jetzt hier an einem Spielplatz am Strand. Okay. Villa Anton Villa Kiel. Ja. Das ist eine schöne Münze. Aha. Ha. Geil. Nochmal 2 Euro. 50 Cent. Oh. Geile Kiste. Ja, da hat einer wahrscheinlich hier ein bisschen geturnt. Oh, genial. Dafür liebe ich die Spielplätze. Guck mal, die waren auch nicht sehr doll vergraben. Das heißt, irgendwer hat hier vor kurzem geturnt und hat diese Münzen verloren. 4,50 Euro und eine Anton Villa. Keine Ahnung, was das ist. Einkaufschip. Ja, hier habe ich das gefunden. An dem Spielgerät. Und das Beste an dem Gerät, die Spielgeräte sind aus Metall. Das heißt, ich habe überall ein Signal. Hier zum Beispiel kann man schön sehen. 6, 21, 8. Aber wenn da eine Münze oder irgendwas dazwischen ist, dann hat man einen ganz anderen Ton. Richtig geil. Ein Signal, 16. Eigentlich müsste das wieder 2 Euro sein. Aber das ist jetzt 1, 2. Das heißt, unwahrscheinlich. Ein Cent. Kaum zu erkennen, aber ist 1 Cent. Cool. Ein Signal von 3. Der Boden ist komplett gefroren. Jetzt werden Spaten nicht vom Vorteil. Oh, Junge, Junge, Junge. Eine komplette Eiskruste. Und wo ist das jetzt hin? Ach Gott, ey. Ach, Junge. Alupapier von wahrscheinlich Kaugummi oder so. So, wieder ein Signal. Oh ja, Heineken, original. So, wieder 12, 15, 16 Signal. Guck mal, was für ein Brocken. Das nennt sich Sand.
Das nennt sich Sand. Ja, und wo ist mein Signal hin? Ist weg. Nochmal mit Beanpolter. Jawohl, in diesem Bereich. Da haben wir es. Da haben wir es. Da, habe ich schon gefunden. Diesmal Weltins. So, ein 15er. 15, 16, 17, 18 bis 21 Signal. Und ziemlich deutlich. Hier sieht man auch, dass einer saß. Dann lass uns mal rausfinden, was da liegen könnte. So, hier piept es. Gewaltig. Jetzt bin ich gespannt. Oh, da sehe ich schon was. Oh ja. Oh ja. Na, was denkst du? Was könnte das sein? Ein Bierdeckel. Ein Flaschendeckel. Zack. Kronkorken. Naja, schade. Schade, Marmelade. 7er Signal. Lass uns mal gucken, was das sein könnte. Oh ja. Braucht man beinahe nicht graben. Alufolie. Nicht unbedingt schön, aber kommt vor. So, 5er Signal. Könnte Alufolie sein. Oder was anderes. Aha. Wieder Kaugummipapier, also Alufolie. So, 1er Signal. Boah, bin komplett durchgefroren. Oh. Ich glaube, das ist jetzt mein letzter Fund. Nochmal schön Alufolie gefunden. Ich glaube, das reicht für heute. Ich werde jetzt mal einmal kurz noch mal zeigen, alles was ich gefunden habe, und dann langt das. Also es ist saukalt, ich spüre meine Finger nicht mehr. Ja, man will ja nicht meckern, aber es ist wirklich kalt. So, jetzt bin ich am Ende meiner Suche angelangt. Es ist saukalt, aber ich will nicht jammern. Mir ist relativ warm durch Bewegung, aber die Finger, ja, die sind eingefroren. Man hat keinen Grip mehr oder kein Gefühl mehr in den Fingern. Aber auch die Technik leidet. Ich habe jetzt schon 3 Akkus verballert. Ich war ungefähr 1,5 Stunden am Strand. Die Kamera geht dauernd aus. Und wie schon gesagt, das Kabel von meinem Gerät ist normal butterweich, aber alles, ja, eingefroren, hart. Ich habe Angst, dass ich mein Suchgerät oder meine Technik beschädige, deswegen höre ich jetzt auch auf. Ja, unter dem Strich war es ja erfolgreich, enttäuschend, je nachdem. Also ich habe trotzdem sehr viele Signale gehabt, sehr vieles gefunden. Klar, zum größten Teil nur Schrott, aber auf dem Spielplatz auch ein bisschen Glück gehabt. Danach habe ich alle Spielplätze nochmal durchgecheckt, war leider nichts mehr. Ja, somit beende ich meine Suche für heute. Wie schon gesagt, wir haben Mitte Januar, es ist saukalt. Ich denke mir mal, das nächste Mal werde ich bei Plusgraden rausgehen und suchen, weil es teilweise, hat man auch gesehen, der Boden ist so festgefroren, dass man richtig graben muss. Ja, macht keinen Spaß, doch es hat Spaß gemacht. Ich lüge. Es war richtig cool. Also hat es mir wieder Spaß gemacht, mal ein bisschen zu suchen. Ich danke dir vielmals, dass du mit dabei warst. Also, Buyakaya, und die Reise geht weiter.